Sendung wird präsentiert von Hirz. Mit dem Hüttenkäse von Hirz ist alles frisch und fein. Der Schweizer Klassiker mit viel Protein. Heute geht es in die Seerose mit dem Dani und dem Claudio. Der Stammgäste wird bewusst, was für eine ehrwürdige Aufgabe das haben. Jedes Haus hat ja viele Stammgäste. Genau. Wir haben die Ehre bekommen, dass wir stellvertretend die Stammgäste jetzt vertreten dürfen. Oh, das wird also ein ernster Abend. Willkommen in Bolken, zum vierten Tag dieser Solothurner Woche. Grosszügige Natur, 580 Einwohner und ein Gourmet-Restaurant erwartet einem in dieser Gemeinde. Die Seerose ist ein Tipp für Könner mit vielversprechenden 12 Gomio-Punkten. Hier unterwegs ist der Stammgast von heute, der Claudio. Ihn trifft man etwa alle drei Wochen an in der Seerose. Der Claudio ist 40 und arbeitet als selbstständiger Zimmermann. Er ist geheiratet, hat einen Sohn und kocht gerne selber. Seine Schweinsfilets sind sehr beliebt. Sali Dani. Ja, Sali Claudio, hoi. Wie geht's? Wow, selber auch. Ja, klar, tipptopp, Mama. Ja, ja. Darf ich euch vorstellen, das ist der Dani Vorer. Er ist der Wirt, der Chef, der Koch vom Restaurant Seerose in Bolken. Und die richtige Adresse, wenn man richtig gut essen will. Hoi Dani. Ja, es ist heute eine luftige Sache hier. He? Was meinst du, Dani? Für mich Sache. Zum Glück haben wir hier nicht so Frisurprobleme. Aber ich glaube, dem im Aperitif ist der auch besser drin. Ich würde sagen, das tust du entscheiden. Jawohl, schauen wir, wie es kommt. Vielleicht gibt es ja noch nachher. Vielleicht. He? Mal, was machen wir jetzt? Ja, jetzt gehen wir zum Armin ab und holen den Honig für zum Dessert. Super. Dann gehen wir schauen. He? Das ist gut. Nach dir. Merci. Fürs Dessert haben sich die zwei etwas Besonderes eingefallen. Zum Extrapunkt sammeln gibt es einen Blütenhonig vom Imker aus der Region. Ah, ciao, Dani. Salut, oh, bist Armin, ciao, Claudio. Ich bin Claudio. Ah. Ich gehe gerade die Jungkönigin kontrollieren. Und die siehst du schon von weitem, die Königin? Ja, du siehst jetzt gerade warum. Königin, das ist jetzt Königin. Die ist einfach länger und hat den Farbpunkt, als man sie schneller findet in den Bienen. Und wird jetzt dort drinnen der Honig gemacht, oder wie? Nein, das ist nur ein Zuchtkästchen, da tut man junge Königinnen anzüchten. Also man wieder, wenn sie gut ist, kann in ein Volk hinein tun. Das Bienenvolk ist im Kasten daheim. Was sehen wir jetzt alles da drin? Das ist der sogenannte Brutbereich, das sind jetzt 12 Waben hintereinander und das obere ist der sogenannte Honigraum. Das, was man hier so grau sieht, das ist verdächelter Honig. Und was unten glänzt, das ist offenes Futter. Wie viel Honig produziert das als Volk in einem guten Jahr? Das ist sehr unterschiedlich. Das kann 0 sein im Jahr, kann aber auch 50 Kilo sein. Ein Volk 50 Kilo? Ja, richtig. Aber jetzt kann man nicht sagen, ein guter Durchschnitt ist 25 Kilo. Es kommt auch auf die Ohr drauf an. Man hört doch gerne wieder vom Bienensterben. Ist das eine Realität oder wie? Das ist so. Die Bienen sind einerseits hochgezüchtet worden, andererseits sind sie weniger resistent geworden gegen Krankheiten. Weil das hängt mit dem Putztrieb zusammen. Und weil Bienen auf Leistung gezüchtet werden, ist der Putztrieb ein bisschen verloren gegangen. Der Dani nimmt gerade 2 Gläser mit. Der hell ist der Blütenhonig vom Frühling, der dunkel der Waldhonig vom Sommer. Oder danke dir vielmals. Gerne. Wir zahlen dir den gerade noch. Ja. Merci. Schönen Abend. Danke vielmals. Armin, ciao. Merci vielmals. Bitte. Zurück in die Beiz. In der Seerose haben etwa 55 Gäste Platz. Der Gastraum wird passend zur Jahreszeit dekoriert. Seit wem bist du Wirt von der Seerose, Dani? Also angefangen habe ich im August 2000, also mittlerweile seit 18 Jahren. Und du, Claudio, bist auch schon seit 18 Jahren Stammgast? Nein, ich bin Stammgast seit etwa noch nicht ganz 10 Jahren wahrscheinlich. Das ist dann basiert, als ich auf Bolken gezogen bin, von einem Dorf in der Nähe. Und es bietet sich natürlich unglaublich an, so gut und fein zu essen im eigenen Dorf.
Er ist ein guter Wirt, er ist ein guter Koch. Er weiß, wie es in der Gastronomie muss laufen. Ja, und er ist noch ein ergebiger Kerl dazu. Danke, Frau Obst. 1908 war das noch ein Wohnhaus mit Bauernbetrieb und einem kleinen Restaurant. Später hat man eine Metzgerei daraus gemacht und heute ist es mit der Seerose ein Gourmet-Tempel. Ja, ich denke, man muss mit diesen Gourmet-Punkten muss man das relativ sehen. Es ist eine Auszeichnung, aber es heisst nicht, dass wir kochen nicht für das Buch, wir kochen für unsere Gäste. Und bei uns soll sich jeder wohlfühlen und es ist auch nicht echt, dass da jeder muss mit einer Krawatte und einem Anzug kommen, sondern es soll sich jedermann bei uns wohlfühlen und auch jeden etwas finden, was er gerne hat. Der Claudio zeigt uns jetzt seinen Stammplatz. Hier an diesem Tisch haben wir schon viele interessante Gespräche geführt. Gell? Und lange. Und lange, ja, das ist ja so. Über was redet ihr denn am liebsten? Ja, die Gespräche, die wir alle haben, das kann von Politik über Ferien zu allem ein bisschen sein, gell? Essen und Wein nicht vergessen. Ja, das ist natürlich schon so. Wir sind ein kleiner Betrieb, das hat mir immer gefallen. Ein Familienbetrieb, ein Betrieb, den ich auch überall anpacken kann, wo ich selber kochen kann, wo ich selber zum Gast gehen kann, wo ich die Leute kenne, in aller Regel, die zu mir kommen oder kennenlernen. Und wo wir auch in einem kleinen Team zusammenarbeiten können und auch die Arbeit Spass macht. Geschafft wird heute vor allem hier. So, hier sind wir in der Küche, an meinem Arbeitsplatz. Sieht gut aus. Was kochst du alles so in der Seerose? Ich würde sagen, schweizerisch-französisch. Klassische Gerichte, die man kennt, neu interpretiert zum Teil. Unsere Karte besteht immer aus gewissen Evergreens, die man gar nicht mehr dürfen wegnehmen, weil es einfach auch viele Stammgäste einfach möchten. Und selbstverständlich tut man auch immer wieder saisonal. Also Spargel da aus dem Dorf. Zum Beispiel wie heute Abend Wild von unserem eigenen Jagdverein. Du das auch selber Metzger, gell? Die Rehe ich selber ausbeinle, das ist ja so. Also die kaufe ich ganz. Aber sonst das andere Fleisch, Kühe tue ich keine Metzger. Also, wir gewinnen meine Beiz, deine Beiz, weil wir nicht nur besser kochen, sondern noch viel besser essen. Die Gäste kommen heute mit dem Chauffeur. Wer fährt? Nicht der Patrick, sondern der Roger. Und hier sind auch der Gilbert und die Vantia. Wie macht sich auch der Claudio heute? Der Claudio wird sicher nervös sein, aber nach dem ersten Glas Wein wird er das rocken. Ja, das glaube ich auch. Ja. Der geht Vollgas. Ist ein bisschen windig, hä? Ja. Ja, schon. Ein bisschen. Vom Winden verweht. Ich habe immer einen Schnauz wegen dir. Ich habe sicher noch längere Haare als du. Stimmung ist gut. Auf zum Apero. Jawohl. Schönen guten Abend miteinander. Guten Abend. Guten Abend. Willkommen. Roger. Daniel, freut mich. Mit Kali Roger. Claudio, hallo. Gilbert. Alles klar? Ja, tipptopp, du auch. Der Empfang war für mich so bodenständig, so wie man es eigentlich auf dem Land kennt. Also nichts irgend Pompöses. Ich arbeite normalerweise in der Stadt, oder wo ein bisschen viel los ist. Und ich habe das immer geliebt, wenn du aufs Land raus wieder zurückkommst. Weißt du, was es so ruhig ist und so? Wir haben hier unser Aperitif zum Anfang. Das wäre Weissburgunder aus der Stadt Schaffhausen, vom Herrenberg. Das ist der älteste Redberg in der Stadt Schaffhausen. Greifen zu. Danke schön. Merci vielmals. Ja, danke. Ja, also dann. Gesundheit, meine Lieben. Schön, seid ihr auf den Balken gekommen, in die Seerose. Claudio, santé. Ja, zum Wohl. Bitte, santé. Der Herrenberger Weissburgunder gibt es für 6,50 Franken pro Glas. Der ist schön, schön weich. Nicht? Also, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, was es ist, hätte ich auf einen weißen Merlot tippt. Völlig am falschen Ort natürlich. Aber nein, es ist ganz etwas Tolles. Schön, abgerundet, weich. Also, hoffentlich ist das keine Einzelflasche. Nicht? Also, nein, ich denke, wo die herkommt, hat es noch mehr. Der Weisswein war wirklich sehr gut. Gewesen, ja. Wenn man sehr passt. Der war fantastisch gut. Gewesen, ja. Es war sehr schlicht, was nicht negativ ist. Man muss nicht immer etwas extrem
Ausgefallenes bieten. Ja, hat passt. Hat zum ganzen Restaurant passt. Ein perfekter Aperitif wie eigentlich. Ja, sehr toll gewesen. Ja. Ja, wir haben uns den ganzen Tag gerne mit mir gefreut, dass ihr kommt. Oder ist so? Das ist schön. Also ich finde so, weißt, mit dem Team, wo wir jetzt hier sind, ja, du freust dich richtig auf ja, den Nacht. Ja, ja. Das ist ja so, was machen wir am Samstag oben? Ja, du, was machen wir denn? Ja. Ja, da freust du auf mehr. Geht doch zusammen essen. Ja. Hockst am Tisch daheim und denkst so, und jetzt bringen wir das Essen. Ja, genau. Ja. Machst eine Flasche Wein auf und denkst, jetzt gehe ich halt in mich. Seit dem Montag, eigentlich bis heute, ist unter uns wirklich eine super Chemie. Die Stimmung ist gut. Mit dem Ambiente setzt die Rose noch einen drauf. Schön. Ah, schön. Hey, schau mal den Tisch an. Schau mal die Blumen an. Wirklich schön. Ja, glaub, das Deko. Super wow. Abgestimmt. Bitte setzen Sie her. Dankeschön. Merci vielmals. Der erste Eindruck von diesem Tisch war, wow. Da hat einfach alles gestimmt. So schön klassisch noch, weißt, mit diesen Deckeln drauf. Mhm. Sehr schön. Ganz schön. Am Dani, seine Frau, tut die Deckeln auch besticken. Ja, ja. Ja. Oh, wow. Und dann kommt der Claudio aber wieder als Besucher und fährt einfach dran rumzüpfeln. Und dann muss er etwas Neues. Ja, genau. Dann muss sie aber wieder sticken. Haben Sie Appetit bekommen? Gönnen Sie in dieser Folge 3'000 Franken im Bar und gehen Sie damit irgendjemandem auf der Welt essen oder erfüllen Sie sich sonst einen Herzenswunsch? Einfach anrufen auf 0901 90 60 30 für 80 Rappen oder gratis über das Handy im Internet. Ob Sie die 3'000 Franken gewonnen haben, erfahren Sie in der nächsten Sendung. Danke. Prost. Jetzt geht's los mit der Hauptspeise. Die blauen Herdöpfel sind nicht etwa gefärbt, sondern blaue St. Galler. Eine spezielle Sorte, die so wächst. Zuerst brötet Danis Gemüse in der Pfanne an. Dann ist das Fleisch dran. Was gibt es heute? Ja, hier haben wir den Rücken von einem Sommerbock. Das ist Reh aus der hiesigen Jagd, also hier aus dem Wasseramt. Sommerbock darum, weil das nur Böcke sind, die im Sommer geschossen werden dürfen. Und ja, durch das bieten wir auch im Frühling und im Sommer Rehwild an, einfach etwas anders zubereitet. Und im Herbst dann natürlich unsere Wildgerichte. Heute gibt es nicht den ganzen Rücken, sondern die Medaillon davon aus dem Entrecôte geschnitten. Das perfekte Anrichten gehört natürlich dazu. Das ist das Millefeuille vom Sommerbockrücken mit blauen Herdöpfeln und saisonalem Gemüse an einer Barolo-Sauce für 47,50 Franken. Merci vielmals. Ah, herrlich. Sehr schön. Schön. Optisch wow, man hat vielleicht zuerst ein bisschen, also optisch fast ein bisschen überfordert gewesen, was alles auf dem Teller ist, die verschiedenen Farben, die verschiedenen Grundprodukte. Man merkt, da ist einfach ein Punktekoch dahinter. Ja. Ja, das Auge ist mit. Ja. Da haben wir den Hauptgang von heute. Das ist ein Millefeuille vom Solothurner Sommerrehbock. Mhm. Das ist ein Rehbock, der im Sommer geschossen wird für unsere eigene Jagdgesellschaft. Mit saisonalem Gemüse, blauen Herdöpfel, in dem Fall blaue St. Galler, und einem Barolo-Glas. Wow. Dann wünsche ich euch einen guten. Wenn jemand noch mehr will, sagen, machen wir mehr. Super. Danke vielmals. Merci vielmals. Danke vielmals. Ja, du bist gerade platt. Das kommt nach meinem Gusto, das ist perfekt. Das... Wow, sieht ganz toll aus. Einen guten Appetit. Einen guten miteinander. Begeisterung ist gross. Die Gäste freuen sich aufs Fleisch. Beim Geniessen bringt der Gilbert sein kulinarisches Wissen ein. Es ist ja ein Sommerbock, also ein Reh von der Jagdgesellschaft hier rundherum. Das ist das süberste Fleisch. Da hat es keine Antibiotika, nichts drin. Das ist superes Fleisch. Ja, ich bringe auch beim Wald umeinander und gehe dort den Reh Antibiotika geben. Für mich war das Fleisch wirklich abwärts auf einen Punkt. So wie ich es gerne habe. Es ist immer ein bisschen Geschmackssache. Für mich ist das tipptopp. Ich finde es das schön, dass man das anbietet. Also für mich das Fleisch hätte sogar ein bisschen weniger müssen sein. Und, aber von dem her, es ist wirklich geschmolzen. Es war wie Butter. Wisst ihr, was schade ist heute? Das ist der vorletzte oben. Ja. Oh, wir sind so eine tolle Truppe. Ich finde das schön, wie wir uns irgendwie ergänzt haben und verstanden haben. Mhm. Sehr.
Ja, und weißt, morgen ist ja dann meine Show, gell? Also. Ja, da sind wir sehr gespannt drauf. Hohe Erwartung. Gell, Schirbert? Du hast am schwersten von allen. Mhm. Ja, ich muss euch alle toppen. Mhm. Weißt du, was das für eine Aufgabe ist? Genau. Aber weißt du, was ist jetzt? Das ist jetzt eigentlich das andere. Eigentlich müssen wir ja nie mehr toppen. Wir sind eigentlich eine Art Mitläufer. Wir vertreten zwar die Restaurant, aber es ist auch nicht unser Business. Mhm. Also ich bin Zimmermann von Beruf, weißt du, was ich meine? Du hast jetzt etwas Tolles gesagt. Jeder von uns, also jedes Haus hat ja viele Stammgäste. Genau. Wir haben die Ehre bekommen, ja, dass wir stellvertretend die Stammgäste dürfen jetzt vertreten, indem wir das Haus zeigen. Nicht? Genau. Ja. Nach dieser philosophischen Betrachtung des Gilbert widmet sich Gäste wieder konzentriert am Wild und am Gemüse. So, die Herren, die Damen. Ist es gut? Beziehungsweise gut gewesen? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt habe ich vorher gefragt, ob jemand noch einen Nachschlag will. Ja, oh, ich würde sehr gerne ein bisschen noch. Sehr ich gern. Bin auch noch dabei. Ja. Das habe ich fast. Gut, dann machen wir das. Merci. Gilbert? Ja, gerne. Also sofort. Ja, einfach so. Ja, ja, ein bisschen kleiner als vorher. Nein, nein. Schau auf mich. Weißt, ich halte mich ständig, versuche ich, meine Figur in Form zu halten, dass es formbeständig bleibt. Ja, bei JP. Da musst du schon schauen, gell? Supplement ist schon unterwegs. In den Seerosen sollen schliesslich alle genug bekommen. Was ich speziell noch gut gefunden habe, sind die blauen St. Galler, also die Kartoffelchips. Chips, ja. Das ist wirklich etwas gut. Und Pfälzerrüebli, so ja, einfach alles. Super, Rüebli, das ist super. Das ist wirklich sehr gut. Also da muss ich sagen, das Gemüse wie auch das Fleisch, alles drumherum, Soße. Die Soße, die es dazu gegeben hat. Barolo-Soße. Die Barolo-Soße, das ist für mich absolute Non plus ultra gsi. Also ist alles fancy, aber das ist boah. Ja, er hat die selber gemacht. Das ist ein wunderbarer eingekochter Schü mit Barolo. Schön dick, fett. Richtig dick, ja. Das hat passt zu dem Sommerbock. Ja. Darf ich euch etwas fragen, euch zwei? Mit euch kennt ihr noch schon vorher, weißt du? Ja. Ja, so so Freund, so herzliches Verhältnis da. Ja, wir kennen uns. Ja, das ist das. Er hat Lehrlinge von mir als Berufsschullehrer und auch als Fachmann bei den Prüfungen. Ah, ja. Schon das Vergnügen gehabt. Wir haben sonst beruflich schon miteinander zu tun. Also nicht wahnsinnig viel, aber wir sind vor noch nicht so langer Zeit mal bei einem SM eben angeguckt und ein gutes Gespräch über Essen, Speis und Trank gehabt. Und hat er eben gesagt, er käme mal vorbei. Ja. Aber sie haben nicht in diesem Rahmen gerechnet. So, ja. Es ist ein Haus, wo Servicefachleute und Köche ausbilden. Ich bin in der Bildung und die kommen zu mir eigentlich in die Schule. Nicht? Und also in die überbetriebliche Kurs vom Kanton Solothurn. Und für mich ist das ein gutes Zeichen, wenn wir so Häuser haben, die Leute ausbilden. Der Gilbert ist schon jetzt begeistert von der Seerosen. Was meint er zu den Krapfen, die Dani jetzt frittiert? Als Dekoration kommt noch etwas Puderzucker oben drauf. Und das ist er, der fertig hausgemachte Äpfelzimmetkrapfen mit Vanilleglasse und Bolkner Blütenhonig. Der Preis 12.90 Franken. Oh! Ah! Merci vielmals. Ah, schön. So. Oh. Gell, Claudia, du machst merci nicht alles. Merci. Da haben wir das Dessert für heute. Und zwar, dass sie hausgemachte Zimt-Apfelkrapfen mit Vanilleglasse und Bolkner Blütenhonig, wo quasi den schon fast gesammelt hast, gell? Den bin ich heute ablesen. Bist du ein Bindchen gewesen, heute? Ja. Ja. Nein, wir waren heute beim Imker und haben geschaut, wo der Honig herkommt. Nee. Ah, sehr toll. Ganz interessant. Sehr gut. Merci vielmals. Ich wünsche euch einen guten. Merci. Ich bin im Himmel angekommen, schon wieder rein. Bis jetzt schwimmt Seerosen oben auf. Verhebt auch das Dessert. Was meint ihr zu diesem süßen Abschluss? Geil. Darf man das sagen? Der ganze Gang, das habe ich unerhört. Also nachhaltig super gut gefunden. Ja. Kein
ich bin jemand, der gerne Zigerkrapfen isst während der Fasnachtszeit. Und ich liebe alles Süße, Fettige, Frittierte. Und da war das voll meine Kombination. Das hat wirklich einfach Crunch gehabt und eben mit dem Honig ein bisschen drüber träufelt. Das war phänomenal, die Süße und Säure zusammen. Also der Honig war für mich gut und ich habe gerne Honig. Also es ist schade, wenn ich als Sänger so die Stimme plötzlich verliere oder respektive merke, dass es nicht mehr so tut, wie es sollte, dann ist ganz klar, das ist Honig und irgendein Stück Salami. Honig und Salami in Kombination? Nein, separat. Aha, okay. Ja, wir wissen nicht. Genau. Die Teller sind leer und der Abend geht am Ende zu. Kommen wir zu der Bewertung. Wie hat euch die Einrichtung und die Atmosphäre in der Seerose gefallen? Es ist ländlich, es war ein sehr schön gedeckter Tisch. Für mich war das Ambiente schick und rustikal gleichzeitig. Sind der Sommerbock und das Honigdessert gut angekommen? Das Essen insgesamt war genial, sehr hohes Niveau, auf höchem Niveau gekocht. Das war gut. Das war wirklich sehr, sehr toll. Ja, hat mir auch. Würde ich also, nur für das würde ich sicher noch mal kommen. Beim Restaurant Seerose muss man nur die Türen anschauen, respektive nur das Gummio anschauen. Und dann weiss man, eigentlich, was es heisst, auf welchem Niveau dass man hier kochen. Gut ist es also. Aber sind 66,90 auch ein guter Preis? Er hat mehr erwartet. Mhm. Muss ganz klar sagen. Es ist an der oberen Grenze vom Preis her. Es ist aber hiesiges gejagtes Wild. Von dem her ist es für mich eigentlich gerade noch gerechtfertigt. Viel Lob für die Seerose. Gibt es heute auch den neuen Leader? Alle verteilen das 9. Roger, wieso nicht 10? Gestern hat es möglich den Wow-Effekt gegeben, dass ich heute einfach nicht 10 Punkte geben konnte. 4 mal 9 macht 36. Der zweite Zwischenrang für die Seerose. Morgen geht es zum Gilbert und zum Renato. Oh, Evantina, mein Gott! Darf ich dich bitten, Mama Mia, du. Ja. Genau. Okay. Wow. Es gibt viel Rauch und gelungene Überraschungen. Oh, schön. Pompös. Pompös, ja. So, oder? Wer bringt euch den Wochensieg heim? Die Sendung wird präsentiert von Hirz. Mit dem Hüttenkäse von Hirz ist alles frisch und fein. Der Schweizer Klassiker mit viel Protein.